Ich hoffe, gleich wird gespeichert. Ich will das nicht ein zweites Mal durchmachen. Wir haben jetzt erstmal für die Erkenntnis ein ganzes Stückchen gebraucht. Ich will Batterien sparen. Hier ist sowieso wahrscheinlich nichts drin. Ich habe bis jetzt noch nie was in den Schächten gesehen. Und ich will auch nichts in den Schächten sehen. Hopp. Der kommt nicht in den Klos rein. Aber dafür haben wir eine Akte und schließen uns mal im Klo ein. Im Übrigen, J, wir haben uns vorhin Notiz aufgeschrieben, als der Dings Dr. Rick Trigger, genau. Trigger, dieser verrückte Scheißkerl, hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet. Kann nichts dagegen tun. Spricht wie ein trotteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Goldschläger im Kofferraum seines Audis. Ich verwette einen restlichen Finger, dass er immer ein hohes Tier bei Morkov war, bevor ihn das, was diesen Ort infizierte, verändert hat. Ich will hier weg. Ich will meine verdammten Finger zurückhaben. Ich will sehen, wie Trigger stirbt. Das kann ich verstehen. Jetzt werden wir uns das doch durchlesen. J. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in dieser Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Ja, vielleicht war ich das auch. Denn falls ihr es noch nicht wissen solltet, Thomas ist mein Spitzname und David heiße ich wirklich. Wollte ich nur mal so klar haben. Die meisten denken wahrscheinlich, ich heiße Thomas. Guck mal, Leute, wir sind ein Vampir, wir sehen uns nicht im Spiegel. Nein. Wir sind hier immer noch. Hier in der Nähe. Oh je, Mini. Das kann nicht gut enden. Das kann überhaupt nicht gut enden. Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Was ist denn hier drin? Ich hoffe, in den Onkel Doktor sind wir ein bisschen wenigstens losgeworden. Oh, hier sind auch keine Batterien, Mann. Da ist ein Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel denn? Für den... Uh-oh. Versteck dich doch! Oh, da ist ein Bett. Bruder! Ich habe dir nichts getan. Du hast mir meine Finger abgeschnitten und ich habe jetzt wahrscheinlich Probleme beim Fetten. Sind wir nicht quitt? Kannst du mich nicht rauslassen? Wir können ja auch zusammen gemeinsam rausgehen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Nicht wirklich unter alle Betten. Ja, hör mal auf, mit deiner Schere rum zu klirschen. Das ist nicht besonders nett von dir. Moloch. Ja, was machst du denn hier? Kannst du bitte verschwinden? Bitte. Okay. Das nutzen wir. Ja, oh, hast du eben gesehen, wie ich hier lang springe? Ich habe keine Ahnung. Wo ist der Aufzug hier drinnen? Wo ist der Aufzug? Ich habe echt keine Ahnung, wo hier ein Aufzug sein soll.
Runter. Nein! Oh, Mann, 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 Mann. Wir müssen jetzt überlegen, wo haben wir einen Aufzug gesehen? Wo? Vielleicht zu der Tür raus, wo der Schrank stand, links. Wir sind rechts lang gelaufen. Eventuell müssen wir links lang. Das ist die einzig logische Erklärung in diesem Spiel, die mir momentan einfällt. Mir fällt wirklich sonst nichts anderes ein. Ich habe euch keine Ahnung, wie ich das hier meistern soll. Oh, Ameisen. Lecker. Irgendwann muss er hier lang gehen. Wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Ich habe echt keine Probleme. Es ist Freitagabend, morgen zur Schule. Tag der offenen Betriebe ist nicht so prickelnd. Ich will auch nicht weiter die Atmosphäre zerstören. Im Übrigen müsste ich eigentlich jetzt einen neuen Facecam-Rahmen haben. Können wir mal in die Kommentare schreiben, ob der besser ist oder der vorherige wieder her soll. Was leuchtet denn da? Ah, Stromleitung oder sowas. Ja, wo ist der denn? Ist mir egal. Weißt du, soll der nicht so anbitchen, ey. Ich habe jetzt auch keinen Bock. La 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 la. Ach scheiße. Was ist das denn hier? Versteck dich. Du willst sowieso nicht nachschauen, oder? Da, 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 da. Wo zum Teufel ist hier? Wo kann denn der Aufzug sein? Das ist hier die Frage. Eine Batterie. Pfiuh. Danke. Ein Glück haben wir hier nochmal nachgeschaut. Ist das noch eine Batterie? Ah, nee. Nur eine Spielkarte. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist echt gut. Ich habe echt keine Ahnung, wo der ist. Ich habe echt keine Ahnung, wo der Aufzug sein kann. Oh, Tür zu. Hier irgendwo? La 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 la. Ist der blind? Hab ich auch gewundert. Ja, geh weg, Mann. Kannst du mir nicht sagen, wo der Aufzug ist? Ah, Mann. Das ist langsam nicht mal gruselig, sondern echt nervig. Aha. Aha. Ah, ah.
Ich habe gerade gesehen, wo es lang geht, Mann. Zerstör mir das nicht. Ich muss wieder einen Checkpoint finden, beziehungsweise mich verstecken. Ja, der Beat hat echt Style, Mann. Wie lange kann ich eigentlich sprinten? Ach, komm schon! Und voll wieder in die Sackkasse. Hopp. 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 Tür ist eingeboxt. Na toll. Na super, na super, na super. Komm. Ja, scheiße, der hat doch eine gute KI. Ich wusste es. Nee, ich wusste es eigentlich nicht. Schade, dass er die Tür eingerannt hat. Geh doch rüber, Mann! Wir haben wieder Zeit verloren. Oh, das wird eine lange Folge. Scheiße. Aus dem Weg. Ja, wir können einiges einstecken. Wir können sehr viel sogar... Ah. Mann. Und es geht und geht weiter und jetzt irgendwie... Alle Türen... Oh, geh doch weiter, Mann. Da haben wir mal Zeit gewonnen und dann... So eine blöde Kacke. Ach, Mann, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen uns leider noch ein bisschen verstecken, würde ich sagen. Lauf! 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 Wenn er jetzt gleich wieder außen rum kommt, dann ist das wirklich unlogisch. Schieb! Das gibt's doch gar nicht! Das ist hier... Na, wir müssen wieder hier lang. Ja, box mich eben. Jetzt habe ich keinen Bock drauf. Boxt er mich oder schlägt er mich mit der Schere? Mit der Schere will ich eigentlich... Oh nein! Zeit verloren! Sterben! Nein! Pfui! Das kann nicht sein, dass er uns immer wieder sieht. Das kann einfach nicht sein, dass er uns immer wieder sieht. Das ist... Für mich unlogisch. Aber was ist denn Outlast logisch, ne? Mach doch! Oh, da ist er. Ach, scheiße! Sackkasse, noch ein Box. Vielleicht können wir den Schrank noch einmal schieben. Ich weiß es nicht. Ich habe euch bei keine Ahnung mehr, wie lange wir laufen können. Wir müssen uns irgendwann mal... Box mich nicht! Geh doch aus dem Weg, ich will... Ja! Ach, hier wurde gespeichert! Das ist sehr gut! Da nehme ich wirklich heute sehr lange auf. Sehr, sehr lange. Na, du... Ich lauf vorbei. Als... Ja, habt ihr das gesehen? Das ist für mich kein normales Laufen. Das ist für mich schon Teleportieren. Aber die Ausdauer lässt nach einer Zeit wirklich nach. Hopp. 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 Und laufen. Und laufen. Und laufen. Und Kamera. Immer filmen. Immer filmen. Wir haben ja gesehen, dass es einige Vorteile hat, immer zu filmen. Und wenn wir gleich nicht durch die Tür können, dann habe ich echt gar keine Ahnung, wie wir in diesem Spiel weiterkommen sollen. Denn der Onkel Dr. Wernicke ist uns immer wieder auf dem Weg. Und was lernen wir daraus, Kinder? Dass Doktoren böse sind. Los, wir haben es geschafft. Ah. Was? 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 Nein, nein. Pfui, 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 pfui. Nee, du kommst. Nein! Okay, das gehört zur Story. Wir müssen nichts machen. Wernicke, geh weg. Geh weg. Oh, na, na. Pass. Ja, ja, ja. Okay, das war irgendwie ein bisschen blöde, wie er gestorben ist. Er hat sich sozusagen selber umgebracht. Oh.
Aber dafür sind wir ihn doch los. Das hat doch... Vor... Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Aber... Wie denn auch sonst? Wie denn auch sonst? Da würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Part von Outlast. Ich mache zumindest eine Aufnahmepause. Ich habe echt keine Ahnung, wie lang der Part geht. Ich hoffe, das wird noch in einem Part reinkommen. Da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Thomas. Pschup.